Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich wirklich sehr. Bevor wir ins Video reinstarten, möchte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass ihr mir eine riesen Freude machen könntet, wenn ihr ein Like, Abonnement oder Kommentar da lässt. Ich weiß, es mag vielleicht ein bisschen greedy auf euch wirken, aber versetzt euch einfach in meine Lage, ihr würdet euch auch freuen und euch kostet es nichts, also warum denn nicht? Oder? Genau. Lass uns aber direkt ins Video reinstarten. Worum geht's heute? Heute soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach die CPU-Temperatur auf eurem PC anzeigen lassen könnt. Und noch, ich zeige euch ein Programm, was sehr cool ist, was noch einige andere Features hat. Lass uns aber direkt starten. Wir beginnen damit, dass wir einfach mal einen Browser unserer Wahl öffnen mit einer Suchmaschine unserer Wahl und geben hier einmal MSI Afterburner ein, wird dann direkt angezeigt. Gehen auf den offiziellen MSI.com-Seite, klicken dann hier entweder Accept, was auch immer, auf die Cookies und dann auf Download Afterburner. Das hat jetzt 53 Megabyte, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Bei euch wird es wahrscheinlich schneller gehen, ich habe ein mega schlechtes Internet, also nicht wundern. Hier sehen wir dann aber schon, wie das Ganze aussehen kann. Einerseits hier die ganzen Daten zur GPU und dann haben wir hier auch, was wir uns dann später gleich anschauen werden, die Temperatur der CPU. Bin ja auch schon gespannt, was ich da habe. Habe ich nämlich schon lange nicht mehr nachgeschaut, beziehungsweise bei dem neuen PC noch gar nicht, was da so üblich ist. Ja, haben dann auch Möglichkeit, ganz viele verschiedene Designs zu aktivieren, wie man hier sehen kann. Könnt euch dann auch auf jeden Fall auch mit der App ein bisschen rumspielen. Aber wenn ihr irgendwas an den Clock-Settings ändert, dann schaut euch davor vielleicht ein paar YouTube-Videos an, was auch eure persönlichen Konfigurationen angeht, weil das ist ja von Prozessor zu Prozessor, von Grafikkarte zu Grafikkarte unterschiedlich. Also schaut euch davor auf jeden Fall ein paar Videos an. Wir öffnen jetzt einfach mal diese ZIP-Datei und doppelklicken auf die Exe. Dann bestätigen wir das Ganze mit Ja. Keine Sorge, also ihr habt es gerade nicht gesehen, aber einfach mit Ja bestätigen. Dann die Sprache auswählen, die wir haben wollen. In meinem Fall ist das jetzt Deutsch. Dann auf Weiter, auf Lizenz bekommen, akzeptieren. Natürlich davor alles durchlesen. Weiter. Weiter. Dann könnt ihr also ganz normal das Zielverzeichnis auswählen, wo ihr das Ganze gespeichert haben wollt. In meinem Fall passt das so. Weiter. Und dann können wir theoretisch jetzt hier noch Verknüpfungen erstellen etc. Ich drücke jetzt einfach mal auf Installieren. Dann wird das Ganze installiert. Sollte nicht allzu lang dauern. Können auch hier die Details ansehen, wenn wir das wollen. Deutsch, weiter. Ja. Der Statistik-Server wird jetzt runtergeladen. Nein, fertigstellen. Nein, fertigstellen. Wir haben gerade auch den Haken für direkt ausführen angezeigt bekommen. Also, genau. Und dann sind wir auch schon drinnen. Wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Daten, die wir hier ablesen können. Einerseits natürlich, was uns jetzt am meisten interessiert, ist die CPU-Temperatur, was jetzt hier bei 48 Grad liegt. Im Nicht-Belastungsmodus ist das vollkommen in Ordnung. Wenn wir dann Spiele spielen oder was auch immer, dann ist das natürlich deutlich höher. Könnt euch dann auch gerne zu eurer eigenen CPU immer durchlesen, was so übliche Temperaturen sind, damit ihr da im grünen Bereich liegt. Aber für das Video sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Ich hoffe, ihr konntet, da ist kurz auf 49, aber wieder auf 48, nur dass ihr seht, das Ganze aktualisiert sich auch. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Zeigt mir das gerne mit einem Like, Abo, Kommentar. Ansonsten würde ich schon sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.